Hier können wir jetzt uns entscheiden. Bereit. Wir können Somi helfen oder verlinkt. Den da oben. Ist die Verbindung okay? Tausendstel der Dezimalstelle. Muss reichen. Jetzt werde ich feucht. Ich schalte den Mainframe ein. Ich seh's. Er reagiert. Bleib dran. Fast bereit für die Eingabe. Wie, ich danke dir. Danke, dass du hier bist. Noch etwas mehr. Okay, du bist dran. Wir sind bereit für die Zugangscodes. Jetzt können wir uns entscheiden. Also, sollen wir uns helfen? Das machen wir als erstes. Verbinde dich jetzt. Ich halte zu dir, Somi. So, dann haben wir hier noch mit einem Ruf. Tut mir leid, Song. Wirklich. Aber du hast mich zuerst verraten. Was? Songbird, willst du sie noch? Lässt sie jetzt im Stich. Okay, was willst du? Spuck's aus. Du kommst mit leeren Händen, hast mir nichts zu bieten. Du, die FIA, die NOSA und Myers. Ihr habt gar nichts. Ach ja? Gib mir eine Chance. Das Heilmittel kann nur einmal benutzt werden. Und Song wollte es für sich behalten. Aber ich hab nichts. Ich verstehe. Songbird für mich, das Heilmittel für dich. Ich brauch das Heilmittel und Ripper, die es benutzen können. Du hast was von Kontakten in Europa gesagt. In Europa und in Langley. Die NUSA haben herausragende Spezialisten. Die besorgen dir die Daten und operieren dich. Deal? Nimm sie einfach mit. Ich habe nicht das Recht, mit ihrem Leben zu handeln. Das will ich nicht. Aber damit sind wir quitt. Am Startplatz. Wir sind fast da. Ich weiß. Ich warte. Wach auf. Wir sind da. Na komm, Zeit zu gehen. Okay. Also wenn wir Reed anrufen, haben wir die gleiche Möglichkeit wie am Flugzeug, um zu sagen, ja. Oder am Shuttle. Erledigen wir das. Warte mal kurz. Wir beide. Wir haben versucht, ihr zu helfen. Sie aus dieser Lage rauszuholen. Sie wollte die Hilfe nicht. Sie ließ uns keine Wahl. So läuft es eben manchmal. Letztendlich hast du dich richtig entschieden. Ich bring dich nach Hause. Sorry. Landungsbereich gesichert. Nein, wirst du nicht. Wir nehmen sie mit und gehen. Nun, du hast deine Seele nicht ganz verkauft. Wenigstens etwas. Ich habe mich komplett in dir getäuscht, Mia. Vielleicht ist deine Menschenkenntnis beschissen.
Pass auf dich auf, Reed. Und du versuch nicht zu sterben. Wir haben also nichts und sie hat... Ja. Okay, mal gucken, was wir dann zum Ende... Ja, ein USA, ja? Ich musste gerade an was denken. Was kommt jetzt? Ach, ich weiß nicht. Scheiße, jetzt tut sie mir irgendwie leid. Du denkst nicht an sie, sondern an dich selbst. Hast Angst vor dem Ende. Ich nenne das gesunden Egoismus. Ich meine ja bloß, dass die Frau echt das beschissenste Pech überhaupt hat. Das beschissenste Pech hatte ich im Compeki Plaza. Sie wollte zu nah an die Sonne fliegen, genau wie du. Aber wie ein altes chinesisches Sprichwort sagt, man kann nicht über seine eigenen Arschbacken springen. Naja. Okay, jetzt kommt noch eine Nachricht von Reed. Ach so, da könnte man noch mal... Okay. War jetzt eine komische Nachricht für mich. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.